Die Sonne geht schon unter, ne? Was ist da das Schaf wieder? Ja, so. Noch ein Schaf. So, noch mehr Rinder. So, noch mehr Rinder. So, jetzt muss ich die Schafe hier wieder zurückholen. Kriege ich die Schafe jetzt wieder zurück? Hui. Jetzt fliegen mir alle Schafe rüber. Oh, naja, ich meine alle Schweine. Nur das Schaf kriege ich nicht. Jetzt geh rüber, Schaf. So, dahin. Dahin, dahin, dahin. So. Na, dahin, dahin. Ah, ist schon wieder eins weg. So langsam wird es hier zu voll für diese Sortiermethode, ne? So, haben wir hier noch Schaf, noch Schweine, Schweine, Schafe. Sehr gut. Also ein Schaf steht noch falsch. So. Machen wir hier mal. Ups. Ja, lauf weg. Ich bin böse. So, zu. Portal an die Wand. Jep. Nein. Habe ich es hingekriegt? Yay! Ich habe es hingekriegt. So. Noch ganz schnell weg vom Boden. So sieht's gut aus. Das ist klasse. Das ist... Ja, bleibst du drin, doofes Huhn. So, also wir haben 4 Schafe, jede Menge Schweine und jede Menge Rinder. Das ist doch schön. So, und die Hühnchen sind da auch. Ja, das ist schön. Das ist schön. Das freut mich. Das freut mich. Eier können wir erstmal einlagern. Das ist auch den Schnee. Hier, hier oben reingepackt. Ja, ja, ja. So, so viel zu den 2 Themen, die ich anreißen wollte. Also mehr als angerissen kriege ich gerade nicht hin. Nein, also die ganze YouTube-Geschichte mit Managern und Netzwerken und weiß nicht was. Also die Leute, die wirklich ernsthaft damit Geld verdienen. Es ist schon, naja, interessant. Man guckt ja auch, also ich persönlich gucke ja auch ein bisschen was von Leuten, die da so in Netzwerken aktiv sind. Da gucke ich ein paar sehr gerne, ein paar weniger gerne. Ne? Ist halt wie im echten Leben. Man kann halt nicht alles gefallen. Und vor allem kann man nicht bei allem mitgehen, was so andere tun. Das sollte man auch nie tun. Immer selbst Kopf anschalten. Ne? Aber ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das schon eine echte Nummer gewesen. Das Ei aus Stahl. Also ich habe jetzt gesamt aus der YouTube-Welt noch nicht so viel Reaktionen abgepasst mitgekriegt. Also ich bin dafür auch viel zu wenig da aktiv. Ich lade hier zwar unregelmäßig mal ein Video hoch, aber unregelmäßig regelmäßig. Aber ich bin jetzt halt nicht so der große Über-YouTuber, der da nur rumhängt. Also wie gesagt, erster YouTube-Kommentar überhaupt, den ich jetzt vor kurzem geschrieben habe. Aber ist schon mal interessant, also sich das Ganze so auf der Zunge zergehen zu lassen und so. Hat schon was. So, einmal Weizen haben wir bis jetzt. Jetzt können wir eine Kuh horny machen. Super. Das heißt, wir brauchen Holz. Haben wir denn noch Holz? Ja, wir haben noch ein bisschen Holz. Dirt haben wir vor allem. Was macht denn die Dirty hier im Inventar? Hey. Eine Doppelkiste? Nehmen wir eine Doppelkiste, ne? Also wir müssen gleich raus und Holz holen.
Und die Doppelkiste machen wir erstmal hier irgendwo mit hin. Hier ist unser Brunnen, schön symmetrisch in der Mitte. Das heißt, wir können hier irgendwo eine Kiste noch hinstellen. Hier so reinkommt, wäre doch hier ein super Platz für eine Kiste. Weil da könnten wir die Hoe, da, die Stone Hoe, könnten wir da rein tun. Warum habe ich denn noch Holzdinger da? Den Weizen können wir auch reintun. Und ja, man könnte jetzt mit Trichtern, ich glaube, die gibt es in der 1.6 auch schon. Siehst du, dafür wollte ich mir auch noch irgendwas installieren. Aber schau mal, alles auf meiner Ebene hier. Das ist echt cool, die Karte. Jetzt gehe ich hoch und jetzt... Ah, okay, jetzt hört es auf. Jetzt wird es weniger Ebene. Aber damit kann man auch besser durchbuddeln, ne? You can only sleep at night. Ja, ist wohl gerade Nacht. So. Dann gehen wir mal wieder raus. Wir machen das mal wieder zu. Da hinten brennen die Zombies. Also holen wir uns jetzt erstmal Holz. Ich würde sagen, Holz ist eine gute Idee. Ein Schwert könnte ich mir auch mal bauen. Hier verrecken so langsam die Zombies, weil es Tag wird. Auch schön. So. Ja. Holz abbauen. Macht immer wieder Spaß. Ja, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Da ist ein Zombie. Hi. Der will nicht mehr mit mir spielen. Doch. Jetzt läuft er in die Sonne und stirbt lieber, als mit mir zu spielen. Na, das ist mir auch ein Zombie. So, holen wir jetzt mal ein bisschen mehr Holz. Eine Steinaxt könnte mich mal auch mal machen. Jetzt auch hierbei abbrechen, wenn man mal eine Steinaxt hätte. Steinaxt und Steinschwert wäre jetzt echt mal eine Maßnahme. Können wir gleich mal craften. Holz haben wir ja gleich. So. Auch noch Holz. Ja, ab der 1.8 dann auch natürlich Holz mit in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Ja, also zumindest Zäune gehen jetzt wohl ja auch in unterschiedlichen Farben. Muss man sich ja mal angucken, was man damit jetzt alles bauen kann. Wobei mein primitiver Baustil wird davon, glaube ich, nicht beeinflusst. Ich kau mich ja immer bloß in den Berg rein und baue langsam den Berg um, bis er ein komplexes, modern wirkendes Gebäude ist mit sehr viel Glas und Licht und ja, der ein oder anderen automatisierten Farm. Das ist ja eher so mein Ding. Und darauf will ich ja hier auch hinaus. Ne? Ich möchte ja meine Monsterfarm bauen, also ich möchte einen Spawner finden und dann eben diesen Spawner benutzen, um hier eine automatisierte oder halbautomatisierte Monsterfarm zu bauen. Würde ich auch gerne in dem Berg bleiben, in dem ich gerade drin bin und das da drin dann bauen. So der grobe Plan, aber das ist ja noch bestimmt 20 Folgen hin oder 10. Wobei man schafft es ja auch in 16 Folgen. Naja, also wenn man Folgen so macht. Ich habe, gut, längere Geschichte zuerst. Also ich habe mir auch Minecraft Reset von Dana, ach keine Ahnung. Und Unge, das glaube ich habe ich richtig ausgesprochen, angeguckt. Und das war auch ganz nett. Also war ein cooles Projekt. Hat auf jeden Fall Freude gemacht, auch beim Zugucken. Natürlich die spektakulären Tode und dann das Zusammenraufen der Teams oder des Teams da und der Zug durch bis zum Enter-Drachen. Da sagten sie Enter. So, können wir noch einmal Holz rausholen. Dann machen wir uns hier eine Workbench. So, packen die Workbench hier hin. Und machen uns dann eine Axt raus.
Sogar eine Eisenaxt. Man gönnt es ja sonst nichts. So, den nehmen wir noch mit. Den können wir irgendwie in den Teller noch stellen. Hier wird nichts verschwendet. Auch Workbenches lassen wir nicht stehen. Ja, 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 ja. Seeds nehmen wir auch mit. So. Haben wir die schon angekratzt ohne... Uiuiui, geht das jetzt schnell. Haben wir die schon angekratzt ohne ein Baumierfeld zu haben, so wollte ich gerade sagen. Gut, das hat sich auch wieder gelohnt. Aber kräftigst. So, dies nehmen wir noch mit. Ja, auf jeden Fall dieses Reset, was da lief, war echt cool. Und man schafft es ja dann wohl auch in 20 Folgen bis zum Ende der Drachen. Also, wobei in Echtzeit, also wenn man das jetzt in normale Folgen umrechnet, waren es ja doch mehr. Sie haben ja dann mehrere Sachen im Zeitraffer zusammengeschnitten, dass man halt nichts verpasst. Und weil die endlosen Passagen, wo sie durch den Nähter ran sind, haben sie ja zusammengekürzt. Also von daher ist so... Spawner finden in Folge, sagen wir mal, ab jetzt in Folge, also in 10 Folgen, 5 Folgen, 5 bis 10 Folgen, würde ich mal sagen. Oder wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Eine halbe Stunde, das heißt, ich habe schon 2 Folgen wieder rum. Wir sind jetzt am Ende von Folge 2 circa. Ja, jetzt mache ich den Stein unter mir natürlich auch noch weg, das macht Sinn. Ach, siehst du, kann ja sogar am Baum stehen, das ist ja praktisch. Ja, so, reicht. Ja. So sieht das aus, ne? Und dann ist natürlich die Frage, ob man das dann, also wie man das dann betreiben will. Und ich werde wahrscheinlich nicht irgendwie mal 3-4 Stunden am Stück spielen, dass ich hier mit Zeitraffer anfangen muss. Und ich werde auch nicht, ja, einfach sehr lange Aufnahmesession machen können, weil, wie gesagt, mein Zeitkontingent, was ja schon längere Zeit, wie man ja auch an den Uploads dieses Kanals gesehen hat, eher eingeschränkt war, wird sich jetzt in den nächsten, ach, grob geschätzt, 25 Jahren auch nicht ändern. Ne? Ja, schauen wir mal, wie lange ich noch Bock drauf habe, das hier weiterzumachen. Lange ich mir denke, so cool, nimmst mal wieder eine Folge auf. Jetzt war es mal wieder soweit, weil viele andere Dinge, die so privat anstanden, einfach mal jetzt abgeklärt sind. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Wir sind umgezogen, wir sind jetzt in unserem Haus. Unser Haus, unser, das du bist. In Berlin Süd. Ach, ist das schön. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wie schön das ist. Also wir waren ja vorher in der Innenstadt. Relativ zentral gelegen. Relativ, also für Berliner Verhältnisse. Also nicht ganz so in und hip, aber trotzdem, trotzdem zentral. In und hip sind andere Regionen, da haben wir nicht gewohnt. Wollten wir auch nicht wohnen, weil... Also vielleicht waren wir mal innen, aber hip waren wir noch nie so wirklich. Also ist nicht so, dass uns... da jetzt was hier fehlt hätte in der Gegend, wo wir waren. War eher cool, war Miete war gut, also günstig ist jetzt auch übertrieben, aber war noch annehmbar. Also war jetzt nicht komplett überzogen und überteuert, wie andere Regionen in Berlin inzwischen sind. Wo ich echt fragst, wo die Leute das Geld hernehmen. Ja, und jetzt sind wir am Stadtrand. Nachts, also ich kann nicht sagen nachts, ja. Also früher wohnten wir 50 Meter weg von der S-Bahn. Da hast du nachts mal die S-Bahn draußen gehört. Jetzt wohnen wir 3 Kilometer weg von der S-Bahn. 2-3 Kilometer. Also es ist schon ein ganz schönes Stück, bis die nächste S-Bahn hier kommt. Auch sehr auch schön. Hier kann man auch rausbauen, ne? Zu der Seite. Das ist ja unser Berg. Da. Ach, der ist schön. Warte mal, ich wollte sowieso einen neuen Screenshot machen, um dann mal das zu aktualisieren. Aber dann müssen wir erstmal hier die Seite noch umbauen. Dann mache ich den Screenshot mal neu für die Folgen. Man sollte ja auch nicht so bestehende Dinge einfach gleich ändern. Die Sonne geht schon unter, ne?